Im Schutzblech brauchen wir 4 Löcher, damit wir da ordentliche Verbindung herbringen. Aber ohne einen Bohrer, der eiert. So, im Schutzblech brauchen wir 4 Löcher. Ich bohre mit einem kleinen Bohrer vor. Für die Löcher brauchen wir 4,5 mm, weil die Schrauben wären 4 und wir hätten dann noch ein wenig Luft zum Korrigieren, falls es nicht 100% passt. Passt, wackelt, hat Luft. Ja. So, das Spiel mit den Löchern wiederholen wir. Und hier noch. Alleine ist ein wenig abenteuerlich. Aber meine Helferin ist nicht da. Erledigt. So, dann können wir die beiden Teile auch verbinden. Ich tue da übrigens immer einen Kleber drauf. Na, es funktioniert echt gut. Es hat ein wenig gebubbelt. Da dreht man durch.
Ja, schisch. Geht ja gar nicht. Dann können wir die Teile ja schon verbinden. Ich hoffe, das sieht man wenig. Das echte Gebogen. Da wird man fast wahnsinnig. Da bräuchte man jetzt Kinderhände wieder. Ja. Sind die Momente, wo man fast wahnsinnig wird. Ich glaube, ich habe das schon erwähnt, das sind M4-Schrauben. Und irgendwann bringe ich die auch da rein. Alter, da kriegst du echt in die Nerven. Ach dann können wir die Teile ja auch schon verbinden. Leider habe ich zu große Hände für das Gefurze da. Alter. Da drehst du durch. Dann können wir die Teile schon verbinden. Und zwar habe ich da M4-Schrauben mit einem Zentimeter. Ich hoffe, das kann mir ja keiner. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Mittlerweile habe ich die vierte Schraube hier in das Schutzblech eingedreht.
Und ich wollte euch das Elend ersparen. Ihr brast echt Kinderhandy. So schaut es dann aus. Kann man das erkennen? Ich hoffe ja. Ich habe das noch handfest gemacht, dass man es ein wenig korrigieren kann. Deswegen auch die Lächergröße wie die gewöhnlich. So, wer möchte, kann noch eine Fuge Silikon hier reinmachen. Ich mache das, weil ich habe gerade Kartusche offen. Je, mir fehlt die zweite helfende Hand. So. Gesagt, kann man machen. Muss man nicht. Ideal wäre natürlich, wenn man schwarze Farbe nimmt. Aber das sieht man eh nicht da einer dran. So, erledigt. So. Des Weiteren habe ich sämtliche Gewinde hier nachgeschnitten. Ich versuche euch das mal schön zu zeigen. Ich habe da natürlich vorgearbeitet. Ich glaube nicht, dass ihr euch das anschauen wollt, wie ich vier Löcher hier nachschneid, viel Gewinde. Wie gesagt, die sind alle jetzt durchgehend mit 4 mm geschnitten. Das Problem war bei den alten, dass die nicht durchgegangen sind. Und den Hintergrund sieht man hier. Ich tue nämlich hier Reduzierhülsen drauf. Und deswegen habe ich längere Schrauben genommen, dass die Stabilität erhalten bleibt. Die gehen jetzt durch. Was heißt durch? Also bis unten hin. So. Jetzt können wir die ganze Geschichte eigentlich schon reinbauen. Ist relativ simpel. Das sind die besagten längeren Schrauben mit 1,5 cm mal 4. Ich arbeite übrigens gern mit Kleber. Ich habe keine Lust, ständig die Schrauben hier nachzukontrollieren. Ja, die zweite Hand fehlt, die dritte. Kriegen wir schon. Irgendwie, irgendwann. Geht doch. Geduld, Geduld, Geduld.
gewonnen. Schutzblech brauchen wir übrigens nicht höher legen. Das habe ich persönlich gemacht, weil ich finde es einfach zu tief. Da wenn einmal Steine durchgeht, da geht alles kaputt da drin. So. Noch vier Kabelbinder.
So, ich nehme mal die Kamera ab und zeige euch das einmal. Also so schaut die ganze Geschichte aus. Das Schutzblech liegt nur unten an der Feder an, also da ist keinerlei Reibung, hier ist Luft. Der Reifen passt locker noch hin, das habe ich natürlich vorher getestet. So schaut die Sache von unten aus. So von innen. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Hält bombenfest. Null Bedenken habe ich da. Ja. Hier wären die Reduzierhülsen noch einmal. Ich hoffe, man kann das erkennen, ja. Man könnte natürlich jetzt total penibel sein und diese Löcher hier noch zumachen. Aber ich sehe da momentan überhaupt keinen Grund dafür. Und ich habe auch gar keine Lust dazu. Ich würde mal sagen, das ist optimal. Zur Probe bauen wir den Reifen noch einmal rein. Kann man sehen. So. Na, no. Schon mal besser kommt. Perfekt. So Leute, viel Spaß beim Nachbauen. Ich habe jetzt keine Böcke mehr, weil ich war da locker 20 Stunden drüber, bis ich die ganzen Teile gehabt habe und 100 Mal das Schutzblech an und runter und wieder zurechtgeschnitten. 20 Stunden, 20 Kabelbinder. Bye bye. Aber hallo, ein Video ohne mich, das geht ja gar nicht. Also, der Schatz, der hat hier was gebastelt. Wir haben gesagt, wir kümmern uns um die vordere Feder. Und ich meine, das ist saugut geworden. Der hat gebastelt, der hat geschraubt. Da ist das Werkzeug durchs Wohnzimmer geflogen. Gott sei Dank war ich nicht dabei. Und es wird eine Testfahrt geben. Und ich fürchte fast, da wird mein sauberer Scooter wieder herhalten müssen. Hoffentlich wird er auch wieder geputzt, weil sonst gibt es nämlich ganz schön Mecker. Ihr könnt gerne ein Like da lassen oder den Kanal abonnieren. Wenn ihr abonniert, erhaltet ihr gleich das nächste Video von der Testfahrt, schätze ich. Okay, also dann, gute Freunde, allzeit gute Fahrt.